magierfürgiga.de und wir sind bei Huawei und Huawei hat neben den neuen Smartphones auch noch das MediaPad M3 vorgestellt. Ein ja, recht schickes 8,3 Zoll Tablet, was uns vor allem vom Screen her begeistert. Sehr kräftige Farben und sehr, sehr scharfes Display. Schauen wir uns jetzt genauer an. Und man kann schon erkennen, das neue MediaPad M3, MediaPad sagt eh schon alles, ist klassisch für den Entertainment-Einsatz konzipiert. Also man hat weder beim Screen noch beim Sound gespart. Das Screen, ein 2K-Screen mit 2560x1600 Pixel, also richtig scharf und auf den ersten Blick auch echt kontraststark und sehr satte Farben. Ist trotzdem nur unter Anführungszeichen ein LCD-Screen. Aber würde schon fast das AMOLED-Screen durchgehen, wie ich finde. Von dem Betrachtungswinkel auch schön. Die Helligkeit ist jetzt auf maximal eingestellt. Könnte ein bisschen heller sein, gerade hier auf dem sehr gut beleuchteten Stand spiegelt das schon ordentlich. Ansonsten hat man, wie ich gesagt habe, auch auf den Sound sehr viel Wert gelegt. Da hat man mit Harman und Kardon zusammengearbeitet. Die haben den Soundchip konzipiert und der soll nicht nur bei den Kopfhörern für guten und vor allem hochqualitativen Sound sorgen, sondern man hat tatsächlich auch zwei Lautsprecher eben hier vorne und auf der Rückseite angebracht. Wir haben das vorhin abgespielt schon, da gibt es mehrere Beispielmusik oben und das hat schon ordentlich Wumms. Also von der Maximallautstärke kann man da ziemlich weit hochfahren, klingt auch recht ordentlich, also definitiv was für den Entertainment-Einsatz. Für den Produktivitätseinsatz aber auch ganz ordentlich, man hat erstens dafür gesorgt, dass es gut in der Hand liegt, dieses 8,3 Zoll Gerät, dank hier abgerundeter Rückseite. Jetzt beginnt das hier zu spielen, das möchte ich eigentlich nicht. Aber auch die Ränder hat man hier sehr, sehr schmal gehalten, sowohl hier an der oberen Unter- als auch an der linken und rechten Seite. Also man kann es sehr gut umfassen, sehr gut mitnehmen und ja, wie gesagt, das Screen schaut sehr gut aus. Performant sollte das Teil auch sein. Das hat den neuen, also den hauseigenen Kirin 950 Prozessor integriert, der ja auch beim Huawei Mate 8 verbaut ist. Ansonsten 4 GB also RAM-Speicher und 32 GB internen Speicher. Und es gibt dann von dem noch so eine Premium-Version mit doppelt so viel internen Speicher, also 64 GB. Die sollte aber wahrscheinlich nicht nach Deutschland kommen und wenn, dann erst ein bisschen später. Von den Farben gibt es nur dieses ja, Spacey Silver mit weißem Rahmen rumherum. Schaut eigentlich ganz, ganz schick aus, muss man sagen. Und es gibt dann noch eben jeweils LTE-Versionen, sowohl von der als auch von der Premium-Version. Die kosten so um die 50 Euro mehr. Und noch ein Wort zum internen Speicher. Wer mit dem nicht auskommt, der kann natürlich hier per Micro-SD-Karte erweitern. Ja, softwareseitig noch sei gesagt, es kommt die EMUI 4.1 zum Einsatz, also das ist Android 6, Marshmallow. Ob ein Nougat-Update kommt, ist fraglich. Bei den Nova-Geräten hat man mir zugesichert, dass eins kommt. Bei dem, muss ich sagen, weiß ich nicht. Und ein über 5000 mAh Akku, das heißt Huawei verspricht, dass man mit dem Tablet sozusagen bei großem Entertainment-Konsum auch ja, ausreichend Kapazität, Akkukapazität hat. Ja, das war unser kurzer Blick aufs neue MediaPad M3. Ich bin Marco von giga.de, live von der IFA.